gerade zurück hier bei uns bei der Firma Sammobilcars. Heute nicht im Markt Indersdorf, nein, heute auf dem Caravan-Salon, der weltgrößten Caravan- und Wohnmobilmesse tatsächlich. Ja, und ihr habt es bereits unten im Titel richtig gelesen. Heute geht es um eine Vanlife, um eine Campervan, um eine Kastenwagenvorstellung. Ja, ihr seht hier den neuen Weinsberg Caralife 630 LQ, Modell 2024. Der Seppi und ich hatten ihn ja bereits auf der Händlertagung von Knaus, ja, vorgestellt, also den Prototypen. Und ja, jetzt gibt es einfach noch mal eine etwas ausführlichere Ausführung, hätte ich gesagt. Bitte lasst euch nicht verwirren. Wir haben hier eine Ausführung stehen mit den Delta-Rädern. Ich würde sagen, Peri, wir zeigen das Ganze von der Schokoladenseite. Komm am besten einmal hier nach vorne, weil so sieht das Ganze richtig cool aus. Aber die erste wichtige Information, das ist hier ein Messe- und Showcar. Diese Delta-Felgen kann man Stand jetzt noch nicht ab Werk bestellen. Aber ich bin im Gespräch mit der Frau Loder gewesen und mit ein bisschen Glück, gib mein Bestes, kommen die auch direkt in den Konfigurator rein. Kann ich, wie gesagt, nicht versprechen. Ich finde sie richtig cool, ich finde es eine gute Idee, aber das habe ich am Ende des Tages auch nicht zu entscheiden. Was eine ganz coole Story ist, die Firma Delta gehört der Frau Loder. Ja, und die Frau Loder hat ihren ersten All-Terrain-Reifen entwickelt, einfach aus dem Grund, weil man im Kastenwagenbereich öfter mal Probleme mit der Traglast hat. Und haben die kurzen Prozess gemacht, ihren eigenen Reifen entwickelt und wie ich so gern sage, Abfahrt. Ja? Peri, vielleicht noch einmal genauer auf diesen Felgenring drauf. Die Felgen nennen sich Classic B. Ja? Und wir haben hier so einen Zierring, der ist standardmäßig nicht dabei. Ich finde den aber richtig cool, den haben die jetzt neu im Programm. Und ja, ist natürlich Geschmackssache, aber mir gefällt es richtig, richtig gut. Und der Peri hinter der Kamera kann es auch bestätigen, weil der fährt tatsächlich das gleiche Fahrzeug wie ich, den MAN Vensation. Natürlich auch mit den Loderrädern. Und wir sind wirklich einfach absolut und top zufrieden und es sieht nicht nur geil aus, sondern es fährt sich ganz anders, weil standardmäßig, ja, zeigen wir euch hier direkt einmal, kommt der Wagen schon mit Maxi-Chassis, ja, erkennt man hier an den schwarzen Kunststoffverbreiterungen, heißt, wir haben eine stärkere Achse, größere Bremsen, größere Federn, heißt, das ganze Fahrzeug ist belastbarer und hat gleichzeitig einen besseren Fahrkomfort, aber er kommt eben standardmäßig mit 16 Zoll Rädern. So, auch nicht schlecht, aber hier sind 5,5 Bar Luftdruck drin, ja, und in den 18 Zoll Rädern, ja, die fährt man irgendwo mit 3,8 Bar. Heißt, wir haben größeres Rad, weniger Luftdruck, beziehungsweise Reifendruck, Entschuldigung, und dadurch haben wir, wie gesagt, einen ganz anderen Fahrkomfort und einfach viel mehr Fahrspaß. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, Peri, arbeiten wir uns jetzt einmal um den Wagen herum. Wie gesagt, das erste wichtigste Highlight für mich habe ich schon angesprochen. Maxi-Chassis, also Kunststoffverbreiterung, alles verstärkt und wie gesagt, serienmäßig am Start. Sonst hier vorne die Kunststoff- Stoßfänger, jetzt auch kein großes Weinsberg-Logo, sage ich mal, drin. Warum? Weil diese Vanlife-Geschichte, die mir auch richtig taugt, die soll ja unauffällig bleiben. Man möchte ja jetzt nicht direkt erkennen, dass das ein Camper ist. Weil beispielsweise, wenn wir jetzt mal nach links schwenken, hier, zu so einem Pepper auf Mercedes, der auch richtig geil aussieht, ja, ist ja der, wie gesagt, der neue Caralife einfach viel, viel dezenter und unauffälliger. Und warum? Ja, können wir jetzt auch direkt hier mal zeigen, wenn wir die Tür aufmachen. Wir haben hier eine Dreier-Sitzbank drin. Ja? Wir haben hier eine Trennwand drin, heißt, wir haben hier ein komplett neues Konzept. Ja, und wie das Ganze hinten ausschaut, das zeigen wir euch gleich. Aber was ich richtig cool finde, ist A, dass man natürlich zu dritt fahren kann. Ja? Ich bin ja meistens der Fahrer. Aber, das ist natürlich jetzt auch wieder Geschmackssache, ich finde es cool, dass man auch ziemlich, ja, eng zusammensitzen kann. Weil ich und meine Freundin, wir sitzen schon gern zusammen und nicht so getrennt. Ja? Sage ich mal individuell, da hat jeder andere Ansprüche, aber mir persönlich oder uns persönlich gefällt es richtig gut, dass man da einfach zusammensitzen kann und ist einfach ein ganz anderes Reiseerlebnis, weil ich war ja tatsächlich mit dem Weinsberg Pepper auf Mercedes unterwegs, Weltklasse Fahrzeug, fährt sich richtig geil, aber du sitzt halt wirklich weit auseinander, also du bist immer froh, wenn du ankommst und dich dann mal in den Arm nimmst. Peri, vielleicht kommst du gerade mal rein, wie gesagt, ist jetzt hier noch ein Prototyp, daher ja, ist jetzt noch nicht alles so, wie es sein soll, sage ich mal. Aber, und das finde ich auch wieder richtig geil, wir bekommen hier ab Werk das große 10 Zoll Multimedia-Paket von Fiat. Und ihr seht es hier auch, wir bekommen auch die Klimaautomatik. So, von der rate ich ja normal immer ab. Warum? Ja, weil wir normal hier hinten keine Trennwand haben. So, und dann funktioniert die Klima nicht, weil die einfach nicht klarkommt. Die regelt ja ins Leere. Ja. Aber dank der Trennwand kann die jetzt auch richtig sinnvoll genutzt werden. Und dadurch macht's Fahren einfach noch viel mehr Spaß. Ja. Also ihr bekommt das Media-Paket, das große, er bekommt die Klimaautomatik und natürlich auch einen 9-Gang-Wandlerautomatik. Ja, er steht jetzt hier mit 6-Gang-Schaltgetriebe, aber man bekommt ihn, wie gesagt, auch mit 180 PS und Automatik. So, wir machen weiter
Und bevor ich es vergesse, Perry, ja, was bei mir natürlich reinkommt, sind die Voll-LED-Scheinwerfer. Ja, der steht jetzt hier mit der ganz normalen Standardausführung. Dafür gibt es, wie gesagt, den Konfigurator und mich als euren persönlichen Ansprechpartner. Heißt, wenn ihr Fragen und Interesse habt, einfach bei uns melden. Unten findet ihr meine Telefonnummer, meine E-Mail, unsere Kontaktdaten. Wir sind tatsächlich auch hier in Düsseldorf auf den Caravan-Salon vertreten. Das Video ist also top aktuell. Sprich, wenn ihr Interesse an so einem Fahrzeug habt oder auch an einem anderen Weinsberg- oder Knaus-Fahrzeug, ruft mich an, schreibt uns eine E-Mail, kommt vorbei. Wir haben richtig coole Messeangebote. So, in diesem Sinne, wir machen weiter, Perry. Hier eines der wenigen Fenster, aber natürlich kein Standard-Vorhängefenster. Nein, wenn ich es jetzt mal zumache, man sieht es außenplan und flächenbündig, sprich die Sides-Rahmenfenster, die SP7. Und, ist jetzt eigentlich ganz praktisch, man kann es jetzt hier gut zeigen, wir haben hier eine stufenlose Verdunklung. Heißt, ich kann die so einstellen, wie ich will. Und das Ganze ist hier aus Aluminium und man sieht es auch mit Aluminium hier nochmal beschichtet. Ja? Heißt, es isoliert auch. Ja? Einfach nochmal viel besser als die vorgesetzten Standardfenster. So, hier haben wir dann direkt nochmal Zugang, ja, zum Gaskasten. Hier passt eine kleine 2,7 Kilo Gasflasche rein. Ja, brauche ich tatsächlich nur zum Kochen. Warum? Weil Heizung, Kühlschrank, Heizung und Kühlschrank nicht. Heizung und Warmwasser, Entschuldigung, funktionieren mit Diesel. Heißt, hier ist serienmäßig die Truma Kombi 6D, die Dieselheizung verbaut, die starke, wie gesagt, auch mit 6 kW. Und zeige auch gerne mal hier das Fach, weil hier kannst du dann deine Kabeltrommel, deine Adapterkabel etc. unterbringen. Ich weiß nicht, ob Auffahrkeile von der Höhe, doch, von der Höhe sollten sogar Auffahrkeile reinpassen. Also hier passt, wie gesagt, einiges rein. So, in diesem Sinne einmal weiter und, ja, was ich tatsächlich machen würde, ich würde die orangenen Dinger hier austauschen gegen schwarze. Gibt es in Amazon, auch mit CE-Zeichen, habe ich bei meinem BoxLife 36 auch gemacht. Natürlich Geschmackssache, aber ich finde es richtig cool. Perry, Stromanschluss heißt, hier hinten steckt man sich an, um die Aufbaubatterien zu laden oder gleichzeitig dann, wie gesagt, 230 Volt zu haben. Und jetzt kommen wir zum, ja, es sind so viele Highlights, ich sage jetzt einfach mal zum zweiten Highlight. Ja, aber schaut euch mal bitte diese Heckgarage an. Ja. Ich bin einfach sprachlos. Ich finde es einfach nur geil. Also, das hier, also ein kleines Quad passt hier gefühlt rein. Ja? Das ist wirklich geil. Ja? Sonst, man hat hier nochmal so ein Band, nenne ich es jetzt einfach mal. Können wir ja gerade mal vorführen. Ja? Kann man hier oben, oder warte mal. Wir haben ja Zeit in unseren Videos. Heißt, man macht hier diesen Karabinerhaken raus. Macht hier das einmal kurz zusammen. So, schwupps. Ja? Dann hakt man hier den Karabiner ein. Ich mache das jetzt einfach mal provisorisch. Man kann es natürlich immer noch schöner und besser machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Man hakt es dann ein und hat dann, wie gesagt, noch mal mehr Stauraum. Also beispielsweise, wenn man jetzt hier sein Fahrrad reinstellen will, dafür hat man hier rechts und links auch diese Ausschnitte, dass eben auch große Fahrräder hier, wie gesagt, von der Breite ohne Probleme reinpassen. Aber gleichzeitig hat man halt hier diese, ja, Sofa-Couch-Funktion, wie man es jetzt nennen möchte. Man kann sich hier richtig schön gemütlich machen. Wie das von innen ausschaut, zeigen wir euch dann gleich. Ja? Sonst, Perry, geh auch gerne nochmal auf die Details ein. Wir haben hier rechts und links nochmal Zurschienen verbaut. Ich mache hier auch gerne mal die Klappen auf. Also hier kommt man jetzt an, ja, die ganzen Leitungen und so ran. Das ist jetzt hier noch nicht final. Aber wie gesagt, auch so gemacht, dass es dann eben Sinn macht. So, hier oben siehst du auch nochmal jeder Hohlraum ausgenutzt. Ja? Also da sind auch nochmal richtige schöne Ablagefächer drin und hinter der Blende sind dann wie immer die ganzen Sicherungskästen, Ladegeräte etc. Genau, sonst hier nochmal Zusatzsteckdosen, 230 Volt, ja, und hier nochmal 12 Volt und hier unten natürlich auch nochmal ein Heizausströmer. Also die Heckgarage ist natürlich auch isoliert und beheizbar, genauso wie die Tanks. Also besonders der Frischwassertank, der ist ja im Fahrzeug verbaut. Abwassertank kann man optional als isolierte und beheizbare Variante dazu bestellen. Genau. Hinten im Heck auch nochmal die Rahmenfenster. Ja, aber da, wie gesagt, auch mal den Konfigurator anschmeißen. Dann könnt ihr euch das Ganze so individualisieren, wie ihr wollt. So, jetzt sehen wir hier dieses Design. Das ist jetzt Geschmackssache. Mir persönlich taugt es jetzt nicht so. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlicherweise verschieden. Heißt, man kann da wählen zwischen verschiedenen Motiven. Ja, wenn man das gar nicht will, kann man es natürlich auch abmachen. Und ich hatte es, glaube ich, vorhin gar nicht angesprochen, weil wir haben ja hier diese Showcar, ich gehe gerade noch mal rüber, mit der Vanlife-Beklebung. Und auch das ist noch nicht hundertprozentig, ob das jetzt so bestellbar ist. Aber die Idee ist, und die Idee finde ich schon mal mega, die Idee ist, dass man beispielsweise diese Datei der Grafik, ja, dass man die als Kunde sich irgendwo downloaden kann und dann zum Folierer seines Vertrauens geht und das Ganze dann da folieren lässt, weil im Berg einfach die Abläufe dafür nicht geeignet sind. Aber den Gedanken finde ich mega, genauso wie die Loderräder. Genau. Perry, hier oben eine schöne Regenrinne mit LED-Beleuchtung, darüber nochmal die schwarze Thule Omnistore, also die Markise. Ja?
Und vielleicht auch noch eine wichtige Frage, wie lang ist das Fahrzeug überhaupt? Er ist 6,36 Meter lang, das erkennt ihr übrigens immer an diesen orangenen Begrenzungsleuchten. Ja? Also sobald ein Fahrzeug so eine orangene Begrenzungsleuchte hat, ja, ist er 6,36 Meter. Also viele sagen 6,30, um genau zu sein, ist er 6,36 lang, hat aber genau den gleichen Radstand wie ein 6 Meter Fahrzeug, also es ist nur ein Überhang. Ja? Gut, breit ist der Wagen wie immer 2,05 Meter und irgendwo 2,58 Meter hoch. Sonst haben wir hier direkt wieder eine wichtige Option, und zwar die Fliegenschutztür gehört einfach dazu. Ja, genauso wie hier die elektrische Trittstufe, brauchen wir jetzt hier auf der Messe nicht, da wir den Tritt haben. Sonst, ich muss gerade mal ausprobieren, man kann das Ganze hier so runterklappen. Ja, das fährt dann hier schön gedämpft runter. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. So. Und dann kannst du hier diesen Korb, den ich auch richtig geil finde, kannst einfach mit raus zum See nehmen oder auf deinen Tisch stellen. Hier sind dann die Gläser oder der Halter für die Gläser. Die sind nicht dabei, die Gläser, aber ja, ist richtig geil gemacht. Ja. Und wenn du sagst, du willst hier unten irgendwas unterbringen, schau mal da rein, da passt auch noch mal ein bisschen was rein, hast du, wie gesagt, jeden Hohlraum ausgenutzt. So, und wer es von vorne nicht mag, mag es vielleicht hier von der Seite mit dem Auszug. Ja, also man kann es hier als Auszug nutzen oder vorne, wie gesagt, einfach aufklappen. Genau. So, und ich mache es mir jetzt direkt einmal gemütlich, hier neben diesem riesigen Kissen. Das Auto ist einfach genial. Also wenn ich mir jetzt demnächst mal wieder einen Kastenwagen anschaffe, dann auf jeden Fall diesen, weil ich hatte es ja vorhin angesprochen, das mit der Sitzgruppe finde ich richtig cool. Übrigens auch noch ein riesen Mehrwert, die Trennwand, du hörst nichts mehr. Ja? Nichts mehr von den Dachluken, ja? Keine Windgeräusche, du kannst wie gesagt die Klimaanlage nutzen. Und auch, dass dieses Bett hier so ein bisschen höher ist und wir dadurch diese riesige Garage haben, ich finde es einfach Weltklasse. Genau, wir haben das Bett ja jetzt hinten mal hochgeklappt, geht da gerne mal drauf ein. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt gerade noch mal hinter und mache das runter, dann sieht man mal, wie sich das Ganze bewegen kann und wie das Ganze aussieht. Ja, so, einfach einmal hier oben hin, Sekunde, einmal hier draufsteigen, schwupps. Ja, ich mache es jetzt einfach mal komplett runter, am einfachsten, zack, mach die Türe zu und der Perry filmt das Ganze dann nochmal, wie das Raumgefühl dann entsprechend wirkt. Aber da kann man es definitiv aushalten. Ich schaue gerade mal auf den technischen Daten, wie groß das Bett ist. Das Bettenmaß ist 1,35. Entschuldigung, Bettenmaßheck ist 1,92 x 1,67. Und ganz wichtige Information, man kann den Wagen ja, demnächst auch mit dem Aufstelldach konfigurieren. Ja. Heißt, du kannst dann tatsächlich zu dritt fahren und auch zu dritt schlafen. Also hier hinten sowieso zwei. Hier, wo wir jetzt drauf sitzen, kann man ja auch ein Notbett umbauen. Aber ich kann oben aufs Dach, wie gesagt, optional dann auch noch ein Aufstelldach bestellen. Und das ist dann tatsächlich Endstufe. Also wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke, meine Konfiguration, 180 PS, Maxi-Chassis eh Standard, Automatik rein, LED rein, bisschen Technik, ich bin einfach affin dafür. Und dann noch das Aufstelldach und Abfahrt. Ja, weil das Coole bei den Weinsberger Aufstelldächern ist ja, dass man, wenn das Dach eingeklappt ist, fast nicht sieht, ja, dass es ein Aufstelldach hat. Ja, also es ist wirklich super unauffällig und einfach geil gemacht. Genau, der Perry hat euch bereits das Bett gezeigt. Hier sieht man jetzt auch die ganzen variablen Funktionen. Ja, hier sind so Schienensysteme. Man kann jetzt hier beispielsweise diese Lichterketten einhaken oder hier oben links diese Netze, wo man dann noch irgendwas ja, befestigt oder transportiert. Also da gibt es 1000 verschiedene Varianten, ja, wie beispielsweise dann hier auch so eine Stauraumbox, die man hier dann einfach so aufklappen kann. Ja, ist wie gesagt Geschmackssache, aber du kannst das Ganze halt so platzieren, wie du Bock hast. Ja, du verschiebst es dann nach hinten, nach vorne, machst dir eine zweite rein. Also es ist halt einfach individualisierbar und das halt von dem Hersteller. Ja, weil normal musst du dir halt erstmal Gedanken machen, ja, wie mache ich es jetzt, wie will ich es jetzt. Dann musst du irgendwie so einen Kastenwagen kaufen und dann musst du halt auch irgendwann mal irgendwo anfangen. Aber am Ende ist es dann halt doch echt richtig viel Arbeit. Also das kann auch richtig geil werden. Also ich bin super begeistert, genauso wie der Perry hinter der Kamera, was da draußen an Selbstausbauten gibt. Mega. Aber ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich habe einfach die Zeit nicht. Ja, wir hätten zwar zum Beispiel die Möglichkeiten ja, in unserer Werkstatt mit dem Christian und dem Team, aber wir haben einfach die Zeit nicht und daher einfach eine geniale Geschichte. Genau, ich werde gerade angelacht, kannst gerne mal filmen. Ja. Seppi ist auch am Start. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, genau. Ja, der frühe Vogel fängt den Morgen, hab schon erzählt. So, und in diesem Sinne machen wir hier direkt mal weiter mit Highlight Nummer 3, und zwar dem Tisch. Ja, den kannst du hier nämlich einfach easy ausziehen, schwupps. Ja, und dann haben wir hier eine Face-to-Face, also eine Doppeldinette. Ja, also Bänkchen, Tischchen, Bänkchen. Kann man, wie gesagt, auch umbauen zum Bett. Heißt, der Tisch wird abgesenkt, eine Stufe niedriger. Und dann haben wir hier, wie gesagt, auch noch mal
ja, ein kleines Bett. Also so klein ist es eigentlich gar nicht. Aber genau. Sonst, was mir auch gerade einfällt, bevor wir das vergessen, ich packe jetzt die Kissen hier gerade mal aufs Bett. Schwupps. Schwupps. Jetzt kann man das hier umklappen, beziehungsweise, es gibt zu viel zu zeigen, man kann das hier hochklappen, dann kann man das jetzt hier, siehst du, steiler machen. Ja, dass ich hier so eine, hoppala, dass ich hier halt einfach nochmal mehr Komfort reinkriege. So. Ja, das stört mich jetzt zum Beispiel. Ja, zack, raus, Feierabend. Brauchen wir nicht. Ja. Also die Pflanzen würde ich jetzt tatsächlich daheim lassen, aber auch das ist, wie gesagt, Geschmackssache. So, aber jetzt kann ich es mir hier, wie gesagt, ein bisschen gemütlicher machen, an den Tisch hier raus machen. Zum Arbeiten übrigens auch richtig geil. Also der Peri hinter der Kamera, der war jetzt tatsächlich 10 Wochen, gell? Ja. 10 Wochen in Griechenland, auch wie gesagt mit dem Camper, mit dem Wohnmobil und hat für uns im Hintergrund die Sanmobilcast-Videos geschnitten. Ja, wir machen ja aktuell ziemlich regelmäßig Content. Jeden Tag ein Kurzvideo und einmal in der Woche ein längeres Video. Und das macht, wie gesagt, aktuell alles der Peri aus dem Camper. Ja, also zum größten Teil aus dem Camper. Ja, er hat natürlich auch ein normales Zuhause. Oder, Peri? Ja. Nichts Falsches gesagt. So, was wir jetzt eigentlich zeigen wollten, wie gesagt, hier die Verstellmöglichkeit, ja, dass man das Ganze hier richtig cool und individuell gestalten kann. Und sonst, man kann das jetzt hier auch wieder wegmachen, logisch. Ja. Schauen wir hier unten einfach einmal rein, was hier versteckt ist. Ja. Hier ist jetzt zum Beispiel der Klassiker versteckt, der Frostwächter, ja, und die ganzen Ablassventile. Und hier drunter, das ja, verrate ich euch gleich. Was mir gerade noch einfällt, was ich vergessen hatte in der Heckgarage zu zeigen. Und zwar gibt es in der Heckgarage auch eine Heckdusche, ja, eine Außendusche. Ist optional bestellbar. Hatte ich jetzt vorhin nur vergessen anzusprechen. Genau. Hier ist die komplette Technik untergebracht. Ja, die Thoma Kombi 6 Dieselheizung. Man sieht, der Wagen, wie er hier steht, hat 2 Aufbaubatterien mit jeweils 95 Ampere. Ich würde natürlich immer Lithium empfehlen, aber das ist am Ende wieder eine Konfigurationsgeschichte. Guck mal, hier ist auch noch ein Geheimfach. Ja. Also hinterm Polster versteckt. Ja, hier seitlich auch nochmal, genau. Jeder Hohlraum ausgenutzt. So, was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, ist, dass man das auch so umklappen kann. Jetzt greift mal hier rein, hier ist so eine Ausfräsung, hier, dass ich hier mit den Fingern reinkomme. Jetzt ziehe ich das hoch, ja, und jetzt ziehe ich das hier einfach raus. So, soweit. Jetzt muss ich den Tisch natürlich, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Hält. So, jetzt hat. Und jetzt gibt es hier einen Matratzenkeil. Ja, und dann habe ich hier kein Querbett, sondern ein Längsbett. Wie geil ist das denn? So, und ich mache jetzt gerade das Ding hier mal wieder rein. Einfach hier rein, schwupp. Und so die Kirsche. Ja? Also wie geil ist das denn? Also so würde ich es halt machen, weil ich bin jetzt doch nicht der Kleinste. Ich passe auch quer rein. Ich wollte jetzt gerade sagen, macht Sinn, dass man sich den Kopf nicht anhaut, aber stimmt nicht, weil schau mal, wir haben hier die Schränke, ja? Und auf der linken Seite haben wir gar keine. Also wenn ich das Viech hier wegmache, dann kann ich mir da gar keinen Kopf anhauen. Ja? Also muss man echt ausprobieren, was einem mehr taugt. Ja, ich könnte mich dann wahrscheinlich gar nicht mehr entscheiden. Ja? Also echt eine richtig coole Geschichte. Gut, hier haben wir übrigens auch noch LED-Spots, ja, übrigens mit USB-C-Stromanschluss. Natürlich hier überall auch die intuitive Lichtsteuerung. Also wenn man länger auf diese Lichtschalter draufdrückt, kann man die Lampen dimmen, ja. Und egal wo man ist, die Lichtschalter sind ja überall versteckt, man kann von überall aus seine Lampen steuern. Genau, ich mache gerade mal überall die Stauraumfächer auf, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, ja. Also hier geht schon richtig was rein. Ja. Hier vorne habe ich auch noch mal ein richtig großes Ablagefach. Kastenwagen technisch ja öfters verbaut, sage ich mal. Sonst natürlich hier, schau, überall Softclose, selbstverriegelnd. Ja. Einfach eine geile Geschichte. Mir gefällt es von der Optik auch richtig gut. Ist natürlich am Ende auch Geschmackssache. Aber diese Holzoptik hier, diese Dielen, mir gefällt es richtig, richtig gut. So, in diesem Sinne, Peri, ich mache das jetzt hier einmal schnell wieder ordentlich. Wir sind ja beide so Ordnungsfreaks, gell? So, dann sieht es wieder schön aus. Ich habe jetzt gerade vergessen, was hier drunter ist. Ja, ich habe es nicht vergessen, aber fast vergessen davon zu erzählen. Ja, daher würde ich sagen, zeigen wir das jetzt gerade mal. Auch das, ja, ist alles noch nicht 100% final und fertig, aber das wird geil. Ja. So, Tischfuß raus. Das soll in Zukunft aber auch funktionieren, wenn der Tischfuß drin bleibt, wenn ich es richtig verstanden habe. So, jetzt klappt man das hier so um. Schwupp, wupp, zupp. Ja. Jetzt hast du hier wieder so ein geiles Modul. Hier, Peri, gell? So, einmal rein. So, und jetzt pass auf. Muss ich gerade mal schauen, dass ich hier keinen Fehler mache. Peri, kannst du ja gerne vorspulen im Schnitt. So.
So, ich mache es tatsächlich jetzt zum ersten Mal. Ungelogen. Ah ja, genau. Man muss halt jetzt hier einfach diese Haken suchen. Dann hakt man die hier, obala, Vorsicht mit dem Kopf, ein. So, da haben natürlich jetzt schon wieder 100 Leute auf der Messe rumgespielt. So, jetzt kommen wir der ganzen Geschichte schon näher. So, ja, tatsächlich muss das Ganze jetzt noch ein bisschen hier nach hinten. Heißt, ich muss das jetzt hier hinterfahren. So, und jetzt kommt die Geschichte schon wirklich nah. So, und jetzt guck, Perry, jetzt hast du hier diese Clips hier. Siehst du das? Der wird hier unten eingeklippt, dann wird der ganze Vorhang nämlich nochmal gestrammt. Ja, dass da nichts rumflattert. Ja. Und dann kannst du hier, das ist hier mit Magneten gemacht, schau, das sind so Magneten. Bumm, bumm. Ja, und dann kannst du das hier hinten, hier haben sie das gemacht, hier ist noch so eine Schlaufe, gell? Ja. Kannst du das hier so reinmachen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es geht, ich probiere es jetzt einfach mal. So in der Richtung, gell? So, jetzt kann ich mich hier reinstellen im Fahrzeug. Also, wie gesagt, wie oft duscht man im Wohnmobil? Ja? Mein Vater macht es öfters. Ich bevorzuge den Campingplatz. Ja? Ah ja, auch geil. Guck, du kannst es jetzt hier so nach hinten schieben. Siehst du das? Dass du den Vorhang weg, also spannst, weißt? Ja. Dass der nicht an dir klebt. Also ja. Man muss einfach nur ein bisschen Menschenverstand einsetzen. So, wie geil ist das denn? Jetzt mal ehrlich. Ja. Und noch geiler ist, dass wir hier diese Dachluke haben. Richtig geil, weil da hast du immer richtig Stehhöhe. Ja. Ja? Und ja, dadurch, guck mal, kann ich jetzt auch hier, siehst du das? Ja. Von oben, ich hoffe, es kommt nichts raus. Ja. Kannst jetzt hier duschen. Ja, also ich find's wirklich geil. Cool. Also auf den ersten Blick denkt man, Vorhang und doof und komisch. Aber sorry, eine größere Dusche in einem Kastenwagen kann ich euch nicht anbieten. Ja? Und noch geiler, wenn du dann geduscht hast, nimmst du den Vorhang raus. Ja, trocknen, dann ist der nicht so nass, weißt du, was ich meine? Und wenn er dann getrocknet ist oder sauber ist, legst du ihn einfach wieder in die Wanne. Abfahrt. Geh mal auf die Wanne ein, ja, weil auch die richtig massiv, also nicht so ein billiger Kunststoff, der gleich kaputt geht, sondern wirklich hochwertig von der Haptik. Auch geil, dass der Duschschlauch in schwarz ist, einfach Kleinigkeiten. Ja. Wie man in Amerika sagen würde, Details, Details, Details. Ja, also ich find's richtig cool. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr es einfach mal anschaut. Und selbst davon überzeugt, weil ich kann euch natürlich viel erzählen, wenn der Tag lang ist, aber am Ende muss es für euch persönlich passen. Aber ohne Spaß, ich bin jetzt nicht der, der so gerne im Wohnmobil duscht, aber hier kann ich es mir echt vorstellen. Genau, hier unten hast du dann warm-kalt, hier diesen Bajonettverschluss, kannst du Schlauch auch rausnehmen und auch vielleicht für hinten verwenden, wenn es da keinen separaten gibt. Also einfach geil gemacht. Ja? Jetzt klappst du das Ding hier wieder um, so vor, greifst hier einmal rein, dass du die Finger nicht einklemmst und Feierabend. Zack, zu die Kirsche. Ja, Tischfuß, einfach Tisch wieder rausziehen. Einhang. Fertig. Ja, als wäre nichts gewesen. Mega. Perry, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, weil das Video wird schon wieder ewig lang. Ja, bevor wir es vergessen, Ablagen, ja, Stauraum ohne Ende. Spiegel, ja, da zeigt er dir die Temperatur an. Da kannst du hier auch anscheinend die Bluetooth-Lautsprecher übersteuern. Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Hier auch USB-Steckdose und die ganze Lichtsteuerung. Ja. Und jetzt pass auf, du hast auch hier hinter dem Spiegel auch nochmal Stauraum. Ja. Nicht, dass uns langweilig wird. Sonst hier Kapselhalter für einen Espresso zum Beispiel. Dann hier Tedford ja, Gaskocher. Haben wir ja vorhin angesprochen, 2,7 Kilo Gasflasche. Das Fenster hat man auch gezeigt. Den Stauraum auch. Hier ist der auch nochmal so Ablagen. Hier haben wir auch das Bedienpanel, wo ich die Wasserpumpe einschalte oder sehe. Frischwasser, Abwassertank, Aufbau, Starterbatterie. Und hier haben wir auch nochmal ein Fach. Ja, ist praktisch das Bad. Heißt, das hier auch nochmal ein Spiegel, so ein Kulturbeutel drin. Und schau dir das Waschbecken an. Fass es bitte mal selber an. Boah, cool. Einfach Premium. Ja. Ja. Also es ist richtig massiv, ja, und auch wirklich groß. Also hier kann man nicht nur mal abspülen, sondern hier kann man sich aber wirklich das Gesicht waschen. Ja? Also genau, richtig schöne Armatur. Hier hinten hast du auch nochmal so ein Mülleimerchen. Ja? Finden ja viele auch wichtig. Kann man auch rausnehmen. Ja? Also einfach geil gemacht. Ja? Hier auch nochmal eine schöne Ablagefläche, ja, zum Schnibbeln. Also hier kann man sich es einfach gut gehen lassen. Ja? L-Küche eigentlich, wenn man mal laut drüber nachdenkt. Sonst Kühlschrank, Kompressorkühlschrank, heißt, der geht nur mit Strom. Sprich, ich bin unabhängig vom Gas. Wichtig in diesem ganzen Thema. Ne? Und der ganze Spaß ist natürlich von beiden Seiten zu öffnen. Ja? Also wenn ich jetzt draußen stehe, möchte ich mal schnell ein Getränk haben oder irgendwas zum Frühstücken. Ja, easy. Zack. So, dann, bevor wir es vergessen,
Kleiderschrank ist natürlich auch am Start. Ja? Also wirklich stauraumtechnisch braucht man hier sich keine Gedanken machen. Ja? Hier ist auch nochmal eine Schublade. Da ist jetzt der Seifenspender drin. Der ist übrigens ab Werk jetzt standardmäßig dabei bei eigentlich allen Modellen ab 2024. Und dann hier, voilà, machen wir gerade zu, haben wir auch noch Stauraum. Eins, zwei. Ja, wunderbar. Hier ist übrigens auch die Steuerung vom Kühlschrank. Ja, also hier schaltet man den Kühlschrank ein. Auch geil gemacht. Und hier muss ich jetzt gerade gucken, hier ist auch noch mal eine Schublade, ja, nicht, dass es uns langweilig wird. Ja, hier in der Mitte ist halt so ein Keil oder so eine Öffnung wegen dem Ablauf vom Waschbecken. Ja, also es hat irgendwo natürlich auch seinen Grund. Also ich bin einfach nur begeistert. Ich finde ihn richtig cool, den Boxlife. Nicht Boxlife, was sage ich? Caralife, Entschuldigung. Caralife 630 LQ. Genau, geh mal einmal auf die ganzen wichtigen Daten noch ein, Perry. Starten tut der Wagen hier preislich ab 59.990 Euro, also unter 60.000. Ja. So wie er jetzt hier steht, kostet er 72.000 Euro und 150. Gucken wir mal, was wir jetzt hier an Sonderausstattung haben, weil alles andere ist ja logischerweise Serienausstattung. Ja. Der Wagen steht jetzt hier mit dem Fiat-Paket, dem Mindspec Smart-Paket, dem Voltage-Paket. Also Voltage-Paket sind zum Beispiel die ganzen Zusatzsteckdosen oder die LED-Beleuchtung. Smart-Paket sind Dachluken, denke ich. Genau, die Insektenschutztür ist optional, die Rahmenfenster sind optional. Die Dieselheizung Tuma Kombi 6D ja, ist anscheinend auch optional, das muss ich nochmal klären. Vermutlich ist dann die 4 kW standardmäßig. Genau, auf der Messe hätten wir, wie gesagt, zwei Angebote. Entweder die Lithium-Batterie oder eine Dachklimaanlage zum reduzierten Preis. Dann hat er optional noch die Markise. Und ja, sonst ist, wie gesagt, eigentlich alles standardmäßig. Es geht, wie gesagt, los ab 59,9. So wie jetzt hier steht, 72. Heißt, wenn ich jetzt noch Automatik reinpacke, bin ich irgendwo bei 75 Listenpreis. Aber dann habe ich wirklich ein Auto mit einer richtig geilen Ausstattung. So, ich weiß nicht, Perry, fällt dir noch irgendwas ein? Bevor ich es vergesse, geh noch mal auf die Decke ein, weil wir haben hier drei Dachluken drin. Standardmäßig sehen alle aus wie die erste, die der Perry gerade gefilmt hat, also 40x40. Man bekommt aber, wie gesagt, optional hier hinten auch die Midi-Hekis 70x50 rein. Aber wie gesagt, ist jetzt alles ganz heiß gestrickt, ja, also mit der heißen Nadel. Daher seid mir nicht böse, wenn, wie gesagt, sich auch in der Ausstattung vielleicht der eine oder andere ja, Fehler versteckt hat. Dafür gibt es, wie gesagt, den Konfigurator, weinsberg.com/Konfigurator. Da könnt ihr euch den Wagen, wie gesagt, zusammenstellen. Meine Empfehlung, Loderreifen, Automatikgetriebe und dann eigentlich Abfahrt. In diesem Sinne, LKA, liken, kommentieren, abonnieren, drauf und dran bleiben. Und wie gesagt, ich bin hier auf der Messe für euch da. Heißt, wenn ihr ein Fahrzeug konfiguriert haben möchtet oder bestellen möchtet, meldet euch hier bei uns bei Sun Mobile Cars.